Ja, hier steht er jetzt, fertig geladen, dieses Mal sogar richtig rum. Viele hatten ja gesagt, Motor hinten, also rückwärts aufladen. Aber jetzt erstmal hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr dabei seid. Ihr merkt es, wir machen uns parat für einen Roadtrip. Es ist jetzt schon abends, die Sonne geht gleich unter. Wir haben das jetzt schon erledigt, denn morgen soll es sehr, sehr früh losgehen. Chris und ich machen uns auf den Weg und zwar fahren wir zur Firma 0 Bar. Das sind knapp 3,5 Stunden von hier, lustigerweise ganz in der Nähe, wo wir diesen Wagen damals gekauft haben. Ich hoffe, wir haben keinen Verkehr, kommen gut durch. Dann geht es für euch morgen ein super spannendes Video und auch für uns einen super spannenden Tag, denn ich glaube, das wird sehr gut. Ihr könnt euch schon fast vorstellen, worum es geht. Dieser Wagen hier bekommt sein Luftfahrwerk. Wir sehen uns dann in aller Frühe im BMW mit dem Hänger hinten dran. Käfer Roadtrip, bisschen anders als sonst. Viel Spaß, schön, dass ihr dabei seid. Sind wir angekommen hier, Firma Streettech, ihr seht es, die Jungs von 0 Bar warten bereits auf uns, denn wir hatten ja angekündigt, es geht fleißig weiter am Käfer, der soll ja bald auf die Straße, bald zum TÜV und davor wollen wir natürlich den ganzen Umbau noch realisieren. Dämpfer fehlen noch und deswegen schauen wir jetzt mal rein, was die Jungs da für uns geplant haben. Ich bin mega gespannt, mega froh hier zu sein. Ich war selbst noch nicht hier, Chris auch noch nicht, deswegen sind wir mal gespannt. Wir gehen mal rum und schauen rein. Jetzt. Ein wunderschön. Servus. Servus, hi. Alles gut? Hallo. Servus. Dir auch, servus. Das ist Emanuel. Ich beschäftige mich mit den Oldies, wie du jetzt auch schon relativ lange, noch ein bisschen länger wie du. Seit ein bisschen mehr wie 10 Jahren auch mit Luftfahrwerk. Am Anfang natürlich mit, sag mal, etwas fragwürdigen Produkten angefangen. Kenn ich gut. Kennst du gut, genau, da können wir ja später nochmal drüber sprechen. Und irgendwann mal den Gedanken gehabt, ich würde gern was Eigenes machen und mir dann kompetenten Partner gesucht. Ich sehe schon deine kompetenten Partner hier drin, sag mal gleich noch kurz hallo. Servus, hi. Hi, servus. Du bist der? Daniel. Von der Firma Streettech, genau. Also ich bin hier verantwortlich für die Technik. Zeig mal ein bisschen. Das zeigen wir mal rein. Also ich war, ich war noch nie hier, aber natürlich bin ich jetzt gespannt. Also im Endeffekt ist es ja der Online-Shop, der sich dann quasi hier bedient. Wow. Wow, Alter. Gut. Ich habe angefangen mit so ganz wilden Geschichten, wie du schon gesagt hast, mit irgendwelchen LKW-Dämpfern, die wir da reingeschustert haben und genau. So. Es war einfach so, ich wusste, es gibt andere Möglichkeiten. Die sind natürlich in anderen Preisrahmen gefallen, aber es war halt für mich so, hey, ob ich jetzt das kaufe oder das kaufe, ich fahre am Schluss eh illegal rum. Dann habe ich mir halt die Kabinendämpfer reingedonnert. Genau. Es sind auch kaputt gegangen, also die sind mir tatsächlich gebrochen dann. Wir verlieren hinten Luft, wir sind hinten auf 0 Bar und ich kriege auch keinen Druck mehr auf die Hinterachse. Das heißt, wir stehen jetzt gerade so. Ja. Alter, fuck. Hier ist er abgebrochen. Da ist das Gegenstück. Also war es dann doch nicht nur günstig, sondern auch echt scheiße. Du hast ja gesagt, du hast den Schritt dann gemacht, hast den kompetenten Partner gesucht. Seitdem ist das auch getüft worden, oder wie ist das? Genau, also ich habe erstmal nur mit der Hinterachse angefangen, weil das, was es auf dem Markt gab, also was funktioniert, es gibt ja auch noch andere wie das, was du damals so verbaut hast, gibt es ja auch noch, hat mir aber alles nicht so zugesagt und dann wurde das Ganze hier entwickelt. Also ich habe selber nicht damit gerechnet, dass das tatsächlich so einen Run gibt. Also ich meine, die Gruppe, die wir jetzt so kennen, denkt man eigentlich immer, dass sie so klein ist. Ja. Aber die Nachfrage wurde immer mehr und deswegen ist dann noch der Gedanke gekommen, wir müssen auch noch eine Vorderachse machen. Aber das ist komplette Kit. Genau. Deswegen ist dann im nächsten Schritt noch die Vorderachse dazu gekommen und danach dann die TÜV-Abnahme. Da hätten wir jetzt schon mal was liegen. So würde es jetzt noch an den Endkunden rausgehen, dass er auch versteht, wie er was zusammenzubauen hat. Können wir, wenn wir Lust haben, könnten wir auch noch mal einen an der Maschine zeigen. Ach, das Ganze zusammenbauen? Genau, könnten wir auch noch mal zeigen, weil im Endeffekt das Ganze, was hier liegt, ist dann später die Vorderachse. Die Vorderachse. Und das hier dazu gehörend wäre dann der Dämpfer. Genau. Im Endeffekt sieht das Ganze in Teilen dann so aus, dass man sich das erstmal vorstellen kann. Also es wird alles hier in-house gemacht. Musik.
Vorne sind wir jetzt durch, hinten ist ja schon zusammengebaut, liegt ja alles schon parat. Das ist quasi für die Hinterachse, sieht ein bisschen massiver aus. Das sind die Game Changer, wie es angefangen hat, hat er ja vorher schon erzählt. Ich glaube, da gehen wir dann beim Einbau nochmal genauer drauf ein. Aber hier liegt jetzt eigentlich alles, was wir brauchen, um unseren Airride-Umbau zu finalisieren. Lufterzeugung haben wir ja schon im Käfer. Das werden wir Manuel nachher mal zeigen. Ich hoffe, er ist zufrieden mit unserer Arbeit, Chris. Oh. Ja, bestimmt, das haben wir ordentlich gemacht. Wahrscheinlich kriegen wir richtig aufs Maul gleich. Da wird er nichts zu meckern haben, hoffentlich. Ich bin gespannt. Ja, wir haben dir noch keine Bilder geschickt. Wir haben uns Mühe gegeben, das ordentlich zu machen. Ja, wir packen das jetzt mal ein. Genau. Dann gehen wir mal raus. Den Käfer kann ich dir noch mal zeigen. Da gibt es auch noch eine lustige Geschichte zu dem Käfer, die man später sehen kann. Das ist unglaublich. Die Welt ist ein Dorf, ich sag's euch. Das ist unglaublich. Erzählen wir euch gleich, wenn wir draußen sind. Bitte sehr, bitte sehr. Die Sache ist, ich habe den Käfer gekauft vor ja, jetzt 3-4 Wochen oder so. Und ich habe dann Emanuel geschrieben, so hey, ich habe jetzt einen neuen Käfer, einen 65er, wegen Luftfahrwerk und so. Und er meinte sofort, ja cool, klar, easy und so. Und dann habe ich das erste Video hochgeladen, als wir den Käfer gekauft haben, habe ich ein Video darüber gemacht. Danach schreibt er mir so, hey, das gibt's ja nicht. Hast du geschrieben, du hast denselben Käfer, also genau diesen Käfer, ein paar Tage davor besichtigt. Genau, richtig. Ich hatte einen Kunden, also auch für Fahrwerk einbauen. Und der hat dann auch einen neuen Käfer, eigentlich relativ ähnlich wie bei dir, einen neuen Käfer gesucht. Weil seiner durch war. Genau, weil seiner durch war. Hat mich gefragt, ob ich mir so ein, zwei Sachen vielleicht, die bei mir um die Ecke sind, angucken kann. Und da habe ich den gesehen. Wir sind auch jetzt aktuell vielleicht eine halbe Stunde von dem Händler weg, wo ich den gekauft habe. Genau. Ich habe ihn gesehen, ich fand ihn super. Ich eigentlich schade, dass ein, also ich meine, es ist ja gut, dass jetzt du ihn jetzt für hast. Mich, gut für dich. Aber mein Kunde wollte ihn damals nicht haben, wegen kein Erstlack. Das hat er definitiv nicht. Das aber hat er ansonsten nicht. Aber bin sonst ich mega beruhigt, dass du ihn schon angeschaut hast und mir dann gesagt hast, hey, guter Wagen, genau, geil. Und jetzt steht er ja doch bei dir. Jetzt kannst du ihn doch mit mir umbauen. Genau, jetzt machen wir es alles zusammen. Ey, weißt du, wie viel Käfer es zu verkaufen gibt und wir schauen uns den gleichen an. Ja, richtig. Und jetzt stehen wir hier und bauen den zusammen um. Das ist jetzt auch der Plan. Wir fahren jetzt zu dir in die Werkstatt. Das ist eine halbe Stunde von hier. Ich war da noch nie, aber ich habe schon viel gehört. Dann schauen wir mal. Ah, Leute, das wird ein eigenes Video. Wir bauen das, was ihr jetzt gerade gesehen habt, hier zusammen in den Käfer. Das heißt, das nächste Mal, wenn wir uns sehen, wird das Ding am Boden liegen, hoffentlich. Also, dranbleiben. Wir sehen uns im nächsten Mal wieder im Video. Bis dahin, macht es gut und ciao. You must be blinded by the lights. Jo Leute, jetzt nochmal zum Schluss. Vielen Dank, dass ihr so lange dran geblieben seid. Nochmal eine Info, und zwar geht's ja um den E36. Die Caps sind ja zum Großteil bereits unterwegs zu euch oder schon angekommen. Ein paar letzte Kartons hängen leider immer noch am Zoll, aber ich bin jeden Tag mit Hochdruck dran, das endlich für euch zu regeln. Aber jetzt mal noch eine positive Sache. Um diese Zeit zu überbrücken, auch die Zeit, wo jetzt die Sachen noch am Zoll festhingen, haben wir ja ein paar zusätzliche Gutscheine von RP Tools und einer davon ist noch offen. Zwei Gutscheine sind schon raus. Der größte und letzte 1.000 € Gutschein von RP Tools ist natürlich noch offen. Ich habe jetzt den Zufallsgenerator auch schon angeschmissen und eine Bestellnummer raussuchen lassen. Und es ist geworden 4926. Schauen wir mal ganz kurz, wer der glückliche Gewinner ist. Und dann werde ich das hier auch gerade noch bekannt geben. Der Gewinner heißt, es wird spannend, Dennis Roth. Dennis Roth aus Weibersbrunn hat den 1.000 € Gutschein von RP Tools gewonnen. Somit sind jetzt alle Gutscheine raus. Ich denke, nächste Woche machen wir fix einen Termin ab, wo wir uns irgendwo in einem Livestream treffen oder so. Machen wir dann den nächsten Video aus. Ich plane es jetzt fertig. Und dann können wir auch schon den E36 rausgeben. Vielen, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt und dass ihr hier so fleißig dabei seid. Jetzt wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Ich hoffe auch, das kurze Montagsvideo hat euch mal wieder gefallen. Wir sehen uns am Donnerstag. Der Käfer, ihr wisst Bescheid. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Macht es gut und ciao. Came to shine here. Watch it look daytime in the night. We bring the vibes here.